Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der jetzt vorliegende Entwurf für ein Erneuerbaren-Energiegesetz ist unseres Erachtens ein echter Tritt auf die Bremse, was die Energiewende angeht. Wir wissen, insbesondere in diesem Haus, dass die Energiewende überhaupt kein technisches Problem mehr ist. Das war mal anders. Wir sind heute in der Lage, mit regenerativer Energie, mit Wind, Solarenergie und anderen den Energiebedarf der Bundesrepublik zu decken. Und wenn wir dann noch sparen, es geht um die Frage, ist es technisch möglich? Das war mal anders. Und ich meine, es ist eine Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, insbesondere in Verantwortung für kommende Generationen, das wird in diesem Haus ja auch hin und wieder beschworen, diese Energiewende so schnell es geht umzusetzen. Und da ist eben eine Deckelung, eine Ausbaudeckelung bei Windkraft oder bei Photovoltaik, ist kontraproduktiv. Das ist etwas, was wir in diesem Hause eigentlich nicht dulden dürfen, dass eine technisch mögliche Wende, eine technisch mögliche Energiewende aus politischen Gründen, aus finanziellen Gründen, aus regionalpolitischen Gründen einfach abgebremst wird. Meiner Meinung nach muss diese Deckelung raus und sich dann entscheiden, in welchem Tempo ist es denn tatsächlich möglich, diese Energiewende voranzutreiben. Das Zweite ist, eines der wichtigsten Prinzipien dieser erneuerbaren Energiegesetz war ja, dass man gesagt hat, wenn ihr regenerativen Energien erzeugt, kriegt ihr eine feste Vergütung. Das war der Motor für diese Entwicklung und das war auch eine gute Idee, deutlich zu machen, für diejenigen, die auf regenerative Energien setzen, werden auch dadurch belohnt, dass sie verlässliche oder kalkulierbare Betriebsergebnisse haben und dass sie eine verlässliche Grundlage haben, ihre Investitionen auch in irgendeiner Weise zu refinanzieren. Mal abgesehen davon, dass ich ein bisschen, oder ich sag mal, ich habe mal gefragt, was erwarten denn eigentlich Investorinnen und Investoren, wenn sie in der Nordsee in einen Windpark investieren? Und da hat man mir gesagt, aus unterrichteter Quelle, irgendwas zwischen 10% und 12% Rendite. An dem Punkt, finde ich, muss man auch sagen, die Energiewende darf nicht davon abhängen, ob man mit ihr 10% oder 12% Rendite einfahren kann. Ich finde es nicht notwendig. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, eine umweltpolitische Herausforderung. Und wenn die Energiewende daran scheitert, dass Investorinnen und Investoren nicht 10% oder 12% Rendite kriegen, dann ist auch was faul mit dieser Entwicklung. Da müssen wir uns auch überlegen, machen wir eigentlich stattdessen. Das hat natürlich insbesondere Bremen und Bremerhaven getroffen und meine Vorrednerinnen haben gesagt, die dort entstandenen Industrien, die Arbeitsplätze, die dort entstanden sind, dieser Strukturwandel, der auch von Bremen mit eingeleitet worden ist, der war doch in Ordnung, das ist genau der richtige Weg. Und woran ist er denn gescheitert? Weil das Erneuerbare Energiengesetz keine verlässliche Grundlage mehr bot für 10% bis 12% Profit. Und an der Stelle, finde ich, muss man auch noch mal die Frage stellen, ist es eigentlich der richtige Weg, bei der Energiewende ausschließlich auf private Investorinnen und Investoren zu setzen? Die Stadtwerke München im Konsortium haben auch einen Windpark in Auftrag gegeben, finanziert und betreiben ihn jetzt. Wir haben mal den Vorschlag gemacht, insbesondere wegen der Krise in Bremerhaven, warum sind eigentlich die norddeutschen Bundesländer, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen, nicht in der Lage, in einer solchen Situation auch einen Windpark zu finanzieren? Insbesondere hätte das diese Delle, die jetzt entstanden ist durch die Debatte um das EEG, wahrscheinlich gemildert und möglicherweise in Bremerhaven nicht 2000 Arbeitsplätze gekostet. Diese Frage ist meines Erachtens zumindest nicht hinreichend diskutiert worden. Was sind eigentlich die Rahmenbedingungen für eine solche Investition? Ist es überhaupt möglich? Das wurde von vornherein eher ausgeschlossen als irgendeine Form von Träumerei. Ich finde das grundfalsch.
Wir haben eine doppelte Verantwortung als Politikerinnen und Politiker. Wir müssen einerseits die formalen Voraussetzungen schaffen für die Energiewende in Form von Gesetzen und wir müssen andererseits aber auch dann, wenn es notwendig wird, eben mit den materiellen Voraussetzungen schaffen für die Energiewende. Und eine solche, die Beteiligung oder die Betrieb eines solchen Windparks wäre meines Erachtens eine Möglichkeit. Die weiteren Dinge wurden schon genannt. Dass an dem Ziel ungerechtfertigte Industrierabatte bei der EEG-Abgabe abzuschaffen, das Ziel ist verfehlt. Und es wird auch wahrscheinlich diesen Geist, wie der Kollege Gottschalk sagte, kriegen wir nicht mehr in die Flasche. Und es ist ja nicht nur der Weserkurier, es ist Futtermittelindustrie in Bremen. Ich habe mal geguckt, 15 Betriebe, die Futtermittel und Malz herstellen. Ich bin mir relativ sicher, dass deren internationaler Wettbewerbsdruck nicht so besonders groß ist. Zumindest wird er wahrscheinlich nicht an der Frage entschieden, ob sie eine EEG-Umlage bezahlen oder nicht. Das ist einfach, muss man einfach eindämmen. Wir haben auch noch nicht, wir haben auch das Prinz, dieses Eigenstromprivileg ist auch schon eben kritisiert worden. Solange man, ich sage mal, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, ist es ja okay, dass man keine EEG-Umlage bezahlt. Dann beteiligt man sich ja aktiv an der Energiewende. Aber dass Braunkohlekraftwerke auf ihren Eigenbedarf keine EEG-Umlage zahlen müssen, das ist absurd, weil sie genau der Gegner, das Hindernis sind der Energiewende. Ich finde, man kann auch noch ein bisschen weiter diskutieren über die Frage von Strompreisaufsicht. 2006 hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, ich komme zum Schluss, zum Ende, hat gesagt, das ist vielleicht keine schlechte Idee angesichts eines monopolisierten Strommarktes. Wir können über Abwrackprämie diskutieren und andere mehr. Ich komme vielleicht nochmal hierher. Mit der jetzigen Situation des EEG ist es eher ein Kohleerhaltungsgesetz oder ein Kohleverstromungserhaltungsgesetz und ich finde, das kann man einfach nicht so hinnehmen. Wir müssen wahrscheinlich gemeinsam noch ein bisschen mehr tun, dass sich das wieder ändert. Vielen Dank. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Frage der Strompreise noch mal aufgreifen. Der Versuch, die Kosten der Energiewende nicht nur auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, also auf die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen, der ist zumindest auch sehr in Frage gestellt. Es ist ja gelungen, die Energiewende dafür verantwortlich zu machen, dafür, dass die Strompreise in einer Weise gestiegen sind, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher meinen, das kann so nicht weitergehen und die Strompreise sind eben für viele einfach zu teuer. Und der Versuch, das zu ändern, die Preise, die an der Börse gehandelt werden, an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben, der ist gescheitert. Ich habe das eben schon angedeutet, es gibt ja für die Netze eine Regulierungsaufsicht, eine Behörde, die sagt, wie viel Strom, also wie viel darf eigentlich ein Netzbetreiber für die Durchleitung von Strom verlangen. Ich denke, sowas sollte man auch einführen für Strompreise. Die Erzeuger müssen ihre Erzeugungskosten nachweisen und sie müssen nachweisen, dass ihre Preise gerechtfertigt sind. Und diese, wenn es zu Preisnachlässen kommt, müssen die dann auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgesetzt werden. Die Konkurrenzsituation in dem Markt ist gleich null und die Debatte um eine solche Strompreisaufsicht geht im Übrigen auch quer durch alle Parteien. Also wie gesagt, ich habe nachgelesen, der ehemalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, die Rüttgers, hat auch eine Debatte darüber angefangen, 2006, als es mal sowas gegeben hat und es offensichtlich ausgelaufen ist. Wir können auch darüber diskutieren, und die haben wir vorgeschlagen, die Stromsteuer zu senken auf 0,5 Cent. Das würde viele kleinere und mittlere Haushalte entlasten. Also auch da, in diesem Bereich, sind noch Aufgaben für uns zu lösen und auch Konzepte zu entwickeln, wie wir diese Verleumdung der Energiewende stoppen und wie wir Strom wieder für Geringverdiener bezahlbar machen, weil sonst verliert natürlich das unmittelbare Interesse der Menschen, nämlich Strom zu haben und möglichst günstigen Strom zu haben. Wenn das nicht erfüllt ist, dann werden sich viele Menschen auch sagen, na, dann nehme ich doch lieber Kohle unter Strom, wenn das billiger ist, Atom oder Kohle. Und dann haben es diejenigen,
und das spüre ich deutlich, die jetzt dabei sind, einen Weg zu finden, auch wieder Atomkraftwerke ins Spiel zu bringen im Rahmen dieser Debatte. Das spüre ich deutlich. Da gibt es eine Form von Wiedererwachen. Vielleicht höre ich ja die Flöhe husten, aber allein der Versuch zu sagen, die alten Atomkraftwerke sollen doch bitte schön in eine Stiftung rein und das soll sozusagen, die Abwicklung soll von der öffentlichen Hand passieren. Da geht es um Geld, ja, aber das ist absurd. Ja, die Entwicklung, die Forschung für die Atomkraft ist über viele Jahre mit Milliarden subventioniert worden, dann haben eine ganze Reihe Leute Milliarden dran verdient und nun soll bei der Abwicklung der Dinge die öffentliche Hand wieder die Verluste tragen. Diese Form von absurden Ideen kommen aber auf. Und ich glaube, wir tun gut daran, die soziale Komponente, die technische Komponente, die soziale Komponente zu betonen, die technische Komponente zu betonen und dafür zu sorgen, dass Leute, die ein Zurück wollen zum Atom, und ich bin nicht sicher, ob wir nicht in 2, 3 Jahren wieder eine solche Debatte haben, ob Leute, die zurück wollen zum Atomstrom, die dürfen in diesem Land keine Chance mehr haben. Und dafür müssen wir die Bedingungen schaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.